So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together und sieht so aus, als hätte mich der Koto direkt vom nächsten Team Plasma Weißen rausgelassen. Naja, wollen wir doch mal. Buh! Na, erschrocken? Trainer, der du unser Schloss vollkommen zerstört hast. Mich hast du jedenfalls erschreckt. Wer erschreckt wird, für eine Weile aus der Bahn geworfen. Egal ob Mensch oder Pokémon. Dann ist man nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Wir wollten die Leute überraschen, indem wir unser Schloss erscheinen lassen und ihnen das legendäre Pokémon zeigen. Dadurch wollten wir ihnen die ganze Macht von Team Plasma vor Augen führen und eine neue fantastische Welt zeigen. Das sollte sie tief im Herzen berühren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber nachdem ich deine Stärke und die der Arenaleiter gesehen habe, frage ich mich, ob unser Plan wohl Erfolg gehabt hätte. Braucht man genau diese Stärke, um die Pokémon auf die nächste Stufe zu heben? Tut mir leid, falls ich dich mit meinem Geschwätz langweile. Hier, das will ich dir geben. TM75 Schwerttanz. Der Traum von N. Du hast ihn zunichte gemacht. Vergiss das niemals. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt alles über Team Plasma erzählen, was du weißt. Der Traumt uns, den das zum Niveau da absondert. Dadurch bescherte Träume sind nichts weiter als Schäume. Nur Träume, die man aus eigener Kraft in die Tat umsetzt, wären schließlich wahr. Danke. Abgesehen von Gizis beträgt die Anzahl der Mitglieder der Sieben Weißen noch 4. Ich würde zu gern wissen, was in deren Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind. Wie dem auch sei, dann bis zum nächsten Mal. Ja. So, wir können hier, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu viel machen. Nur noch eine Abkürzung freiräumen, wenn ich mich recht erinnere. Moment, da hinten gibt es noch ein Item. Das hole ich mir doch gern mal. Ein Hypertrank. Kann man ja immer brauchen. Apropos, wie sieht eigentlich unser Team gerade aus? Naja, nicht allzu gut, aber gut. Wir kommen ja gleich in Pokémon Center. So, bevor ich hier jetzt was mache, erstmal hier die Abkürzung freischaufeln. So, war hier noch was? TM85 Traumfresser. Ja gut, die Attacke braucht man zwar eigentlich nie, aber wer weiß. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Orion City. Und ab ins Pokémon Center. Und dann heilen wir uns mal unsere Pokémon und dann holen wir außerdem unser letztes Teammitglied nochmal ab. Weil wir haben ja gerade immer noch Mauzi wegen dem Zerschneider dabei. So, wo ist er denn, wo ist er denn? Da ist er, unser Timon. So, so viel dazu. Ups, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte nur mal ganz kurz schauen, wer ist denn gerade am wenigsten trainiert. Elespin. Dann kommst du mal nach vorne. Ups, das wollte ich tauschen nach ganz hinten. Genauso wie Nick, der ist auch schon gut trainiert. So, dann haben wir es mal wieder einigermaßen nach Level sortiert. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Da hinten geht es ja zur Grundwassersenke, aber da gibt es keinen Weißen von Team Plasma. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter. Ich bin es gerade nicht sicher, ob im ewigen Wald einer war. Aber ich meine, dort war auch keiner. In Strata City war auch keiner. Rayona City auch nicht. Hier finden wir bestenfalls Viridium. Dafür müssen wir Kobalium erst gefunden haben. Ja, da geht es nochmal eine Runde über die Himmelspfeilbrücke.
Das war immer mein Lieblingsort zum Pokémon ausbrüten. Während der 5. Gen. Weil es einfach die längste gerade Ausstrecke war, die es in diesem Spiel gegeben hat. Seit Generation 6 gibt es da zum Glück endlos Strecken. Einfach Strecken, die im Kreis führen. So, in Stratos City war ja auch niemand. Ich meine, der nächste war wirklich erst in Maria City. Na gut. Aber so sehen wir mal die ganzen alten Orte wieder. Ich hätte jetzt natürlich auch irgendein Pokémon mit Fliegen nehmen können und uns einfach hinfliegen lassen können, aber wäre ja langweilig. Ach nee, jetzt weiß ich wieder, wo der nächste ist. Genau. Hier auf dieser Route, oder fast auf dieser Route, war ja auch noch einer. Nämlich im alten Palast. So. So. Hier müssten wir jetzt auch durchkommen. Vor allem kommen wir dann jetzt auch endlich mal an eine bestimmte TM ran, die ich schon die ganze Zeit haben will. Verdammt. Ein Symvolara. Ich gehe mal hoffentlich davon aus, dass wir immer noch genug Schutz dabei haben. Ansonsten könnte es im alten Palast gleich ein bisschen unangenehm werden. Ah, Professor Esche ist ja auch hier. Hallo Black, als ich von den Pokémon-Statuen erfuhr, bin ich gleich aufgebrochen, um sie eingehend zu untersuchen. Bei diesen Pokémon-Statuen handelt es sich in Wirklichkeit um echte Pokémon, genauer gesagt um Flampivian. Sie befinden sich in einer Art Trance und sind regelrecht zu Stein erstarrt. Meinen Berechnungen zufolge beträgt ihr Alter gut und gern 2500 Jahre. Ungefähr zu dieser Zeit muss es sich ihnen auch zugetragen haben, dass sie in ihren Dämmerzustand verfallen sind. Das deckt sich also in etwa mit der Epoche, als die Zivilisation, die uns diese Ruine hinterlassen hat, auf dem Gipfel ihres kulturellen Schaffens war und der alte Palast in voller Pracht stand. Es ist gut möglich, dass sie dieser Stätte einst als Wächter dienten. Meines Erachtens handelt es sich bei dem Zustand, in welchem sich diese Pokémon befinden, weniger um einen tiefen Schlaf, als vielmehr um eine Art von Meditation. Ich bin mir sicher, dass sie zum neuen Leben erwachen, wenn man sie aufweckt. Und nun halte dich fest, ich weiß sogar, womit man sie aufwecken kann. Nämlich mit diesen Wutkeksen hier. Daher gebe ich dir auch gleich einen. Nun gut, ich werde dann mal zum Pokémon-Labor zurückkehren. Bis bald. Ja, das sind Flampivian mit versteckter Fähigkeit. Nur ist die versteckte Fähigkeit eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Flampivian mit dem Trance-Modus hat sogar mal eine Zeit, hat er sogar während der 5. Generation sein eigenes Tier. Das Limbo-Tier. Weil es wurde einfach zu nichts benötigt. Daher Limbo. Haben wir hier irgendwo noch Superschutz? Ja, 10 Stück haben wir noch. Fahrrad müssen wir hier jetzt auch runter. So. Ich meine zu wissen, dass man hier jetzt mittlerweile ein gutes Stück weiter kann als vorher, als wir das erste Mal hier waren. Naja. Gehen wir erstmal so weit nach unten, wie es geht.
So, bis hierhin sind wir das letzte Mal gekommen und hier geht's jetzt weiter. Ein Team Plasma-Riffel. So, und dann sind wir jetzt auch schon in den Katakomben des alten Palastes. Verflixt! Herausforderung von Team Plasma Rüpel hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Der hat einen Rabigator, Level 64. Das könnte lustig werden. Ja dann, Ampelleuchte. Wir haben hier leider immer noch keinen Käfer gebrummt. Oh, okay, ein Volltreffer. Ja, dann ist klar, dass es reicht. Ich hätte es gewundert, wenn er ihn einfach so gewonnen hätte. Eine Niederlage im alten Palast. Viridius, einer der sieben Weisen, sucht hier im alten Palast ein Pokémon. Und ich sollte dafür sorgen, dass er dabei ungestört ist. Aber ich bin so schwach, so dämlich, dumm, töricht. Der letzte Kehricht. Kurz gesagt, ich bin unfähig. Ja, jetzt ist die Frage, wo müssen wir weiter? Ich rede jetzt erstmal hauptsächlich in diese Richtung, weil ich da vermute, dass ich dort etwas ganz Bestimmtes finde. Ich hoffe es zumindest. Ja, okay, Schutz wirkt nicht mehr, den würde ich gerne nochmal neu einsetzen. Ja, genau hier wollte ich erstmal hin. Da merkt man mal wieder, wie tief man eigentlich unten war. Ich will das hier haben. TM26, Erdbeben. Will ich auch sogleich jemandem beibringen. Nämlich Timon für den Schaufler. Genauso soll sie unser Renekton kriegen. Noch nicht sicher, Schaufel oder Dampfwalze, aber gut, ich nehme erstmal die Dampfwalze weg. Im Playthrough kann man den Schaufler ja durchaus mal brauchen. Und weil wir schon dabei sind, Petri kriegt's auch. Und zwar, was machen wir dafür weg? Antikraft will ich ihm eigentlich vorerst mal noch behalten. Den Knirscher mach mal weg, die Kehrtwende ist auch zu gut. So. Mit neuen Movesets kann es jetzt nochmal weitergehen. Erdbeben ist einfach zu gut, als dass man diese Attacke nicht beachten sollte. Erdbeben ist einfach nur genial. 100-100 Attacke. Ohne großartigen Nachteil. Der einzige Nachteil ist, dass du im Doppelkampf auch deine Verbündeten triffst. Aber pff. Der ist zu vernachlässigen. So, jetzt muss ich hier irgendwo noch lang. Ich kenne den Weg nicht wirklich auswendig, ich weiß nur ungefähr, wo es hingeht. Und hier kommt trotzdem noch ein wildes Pokémon, ein Lepomentas. Level 50, okay, dann ist klar, dass der Schutz nicht hilft. Da haben wir den nächsten Weisen. Ich werde das Pokémon Ramoth hier im alten Palast fangen, um Gizis zum Geschenk machen. Oder besser gesagt, das war mein Plan. Aber dem Finstrio zufolge ist Meister Gizis irgendwohin verschwunden. Die sieben Weisen.
Sieben soll es sein, sieben stehen vereint. Der Sinn dieser Worte will sich mir jetzt nicht mehr erschließen. Vielleicht wurden wir nur ausgenutzt, aber auf jeden Fall hat es sich aufgeräumt. Und das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Meister Gizis hat es mir gegeben, doch ich wüsste nicht, wofür ich es jetzt noch einsetzen sollte. TM04, Gedankengut. Unser Schloss liegt jetzt auch in Trümmern, genau wie der alte Palast. Doch es gibt da einen Unterschied. Der alte Palast zeugt noch heute von einer glorreichen Epoche. Unser Schloss wird für die Nachwelt ohne jede Bedeutung sein. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt alles über Themen Plasma erzählen, was du weißt. Meinetwegen. Allerdings wissen wir nicht viel über Gizis und N. Es ist nicht einmal gewiss, ob sie wirklich Vater und Sohn sind. Danke. Abgesehen von Gizis beträgt die Anzahl der Weisen noch 3. Ich würde zu gern wissen, was in deren Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vor allem haben wir hier jetzt noch was Schönes. Das ist ein Ramot. Und ich möchte hier mal ganz kurz speichern, weil ich will nicht das Risiko eingehen, das Viech zu killen. Und außerdem möchte ich mal schauen, ob wir genug Bälle dabei haben. Müssten wir eigentlich noch, wegen C-Chrom und so. Moment mal, ich muss mir ganz kurz die Maus reinholen. So. Jetzt ist alles aufgeräumt, nach Alphabet sortiert. Und da unten haben wir die Bälle. 4 Heilbälle, 1 Meisterball, 14 Hyperbälle, 9 Superbälle und 1 Pokéball. Das sollte eigentlich reichen. Ja, dann. Ein Ramot erscheint. Level 70, männlich. Der Ramot ist so ein tolles Pokémon. Und genau wegen dieser Attacke ist er so verdammt gefährlich. Komm schon, paralysier ihn. Probieren wir einfach weiter, bis er paralysiert wird. Oder, okay, bis Elispin drauf geht, was jetzt ist. Okay. Bin mir nicht sicher, ob es eine Akrobatik von Petri überlebt. Wirklich nicht. Aber ein Surfer von Nix sollte es überleben. Silberhauch. Okay. Der sweept uns hier durchs Team durch. Den können wir da reinschicken. Probieren wir es mit Timon. Komm, eine Drachenklaue. Das Viech setzt aber auch immer genau die richtige Attacke ein. Hat das Viech seit neuestem eine KI oder was? Na gut, gegen den sollte aber keine effektive Attacke haben. Komm schon, gib ihm einfach eine Akrobatik. Mit unter der Hälfte der KP sollte das eh nicht mehr allzu viel Schaden machen. So, jetzt einfach auf gut Glück Bälle werfen. Dachte ich mir. So, wir haben nur noch die Eistüte und Renekton. Es bleibt also spannend. Vor allem wird er jetzt höchstwahrscheinlich wieder Hitzewelle einsetzen. Immerhin hat er einmal gewackelt, aber das hilft mir nicht viel. Was, er setzt keine Hitzewelle ein? Ja gut, weil der Silberhauch auch so reicht. Hm.
Ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sich lohnt. Aber wenn ich mal so dran denke, was wir in diesem Let's Play noch vorhaben. Und Leggies wollen wir keine mehr fangen. Scheiße, scheiß drauf, ich nehme den jetzt einfach. Bevor der uns unser ganzes Team noch kaputt macht. Mir soll es jetzt wirklich egal sein. Ich verwende die Meisterbälle ja sonst für nix. Ramot braucht keinen Spitznamen, den verwende ich nicht. So. Als nächstes hätte ich gerne einen Schaufler. Und jetzt geht's erstmal raus hier. Und ich mache jetzt folgendes. Ich werde noch bis Rayono City werde ich noch gehen und danach beende ich erstmal die Aufnahme wieder. Das brauchen wir jetzt auch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Viech so hart durch unser Team durchsweept. Rayono City. Wobei, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, ohne meine Paarzeit komplett zu überziehen. Eine Stadt weiter geht's noch. Weil in Maria City ist der nächste Weise. Huch, da steht ja Sharon. Ich dachte immer nur, wer stark ist, zählt etwas in der Welt. Und dann bin ich hier Laudo begegnet. Aber bei einem Pokémon-Kampf zu gewinnen ist nicht alles. Seit er mir das aufgezeigt hat, hat sich mein Horizont erweitert. Alle sind stark. Ob Mensch oder Pokémon, jeder hat seine besondere Stärke. Die Stärke, seine Träume umzusetzen. Die Stärke, etwas zu beschützen. Dass ich jetzt so denke, habe ich dir, Black und... Bell und nicht zuletzt Laudo zu verdanken. Ich wünschte, N könnte die Dinge auch so sehen. Auf der Siegerstraße werde ich mir selbst stellen. Was kann ich erreichen? Was kann aus mir werden? Doch, komm doch auch. Dann können wir gegeneinander kämpfen. Ja, der kämpft jetzt wieder jeden Tag einmal gegen uns mit einem Level 65 Team. Die Maria-Zugbrücke. So, dann sind wir wieder in Maria City. Und ich lasse Koto jetzt einfach mal direkt dort raus, wo er die nächsten Weisen zu suchen hat. Damit er das dann auch gefälligst macht. Also, das war's dann erstmal von meiner Seite mit der Aufnahme. Ich sag erstmal wieder Tschüss. Die nächste Folge gibt's wieder bei Koto, die übernächste wieder bei mir. Und wer weiß, wie viele Weisen der Koto beim nächsten Mal findet. Hoffentlich mehr als null. Na gut, er hat einen halben zumindest gemacht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.